Hier spricht die Polizei Warnungen von oben. Mit Drohnen versucht Madrid, die Ausgangsbeschränkung zu überwachen. Geschäfte, Bars und Restaurants sind schon geschlossen. Ab Montag gilt dann eine landesweite Ausgangssperre für die 47 Millionen Einwohner. Es spielt keine Rolle, ob sie in Barcelona oder anderswo leben. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind noch erlaubt. Die Frau des Regierungschefs wurde ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Das Land ist zunächst für 2 Wochen im Alarmzustand. Höchste Alarmstufe in Frankreich. Hier sind ebenfalls bereits alle Restaurants geschlossen. Die Metropole Paris ist wie ausgestorben. Noch vor wenigen Stunden saßen viele auf der Terrasse der Cafés, als wäre nichts. Wir haben ihnen gesagt, das ist nicht mehr möglich. Es ist dumm, weil sie sich und andere gefährden. Die Kommunalwahlen fanden dennoch statt, aber nur mit Sicherheitsabstand und reichlich Desinfektionsmittel schreitet man hier zur Urne. Das gilt auch für den Präsidenten. Österreich stellt um auf Notbetrieb. Ab Montag gelten im ganzen Land Ausgangsbeschränkungen. Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Das bedeutet, soziale Kontakte ausschließlich mit jenen Menschen zu pflegen, mit denen sie auch zusammenleben. Außerdem gilt ein striktes Versammlungsverbot. Isolation aber nur für Ältere, so versucht es Großbritannien. Sie wollen in den nächsten Wochen über 70-Jährige bis zu 4 Monate abschotten. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson war in die Kritik geraten, da man bis zuletzt kaum Maßnahmen ergriffen hatte.